Willkommen zu einer neuen Folge Prison Architect nach 4-5-monatiger Abstinenz meiner Seite aus. Und ja, Prison Architect geht weiter, aber da jetzt in letzter Zeit diverse Updates kamen und ein ganzer Haufen neuer Shit dazu kam, war ich der Meinung, dass ich zu faul bin, das alte Gefängnis umzubauen und direkt einfach mal Neues anzufangen. Was bedeutet, dass wir ganz viel neuen Shit haben und ganz viele neue Einstellungen haben. Diverse Einstellungen. Und dass ich jetzt neu anfange und erstmal den grundlegenden Quatsch so wie immer mache. Ja, kennt ihr ja schon alles. Nee, aber es kam halt wirklich einiges an neuen Quatsch dazu und ich hatte ehrlich gesagt wirklich keinen Bock, mein altes Gefängnis komplett umzubauen und hab mir überlegt, dass das bestimmt voll gut ist, wenn ich das so mache. Und ich vergesse immer die Maße, die ich brauche, um in die Mitte zu gehen, damit brav alles zentriert ist. So, 59 sind 118, dann ist hier nämlich der Haupteingang. Ja. Haupteingang. Ist das hier nämlich genau 60, richtig? Nein, 59. No, 58. 58 Mauers lang. Was ist denn das? Keine Ahnung, wie viel brauche ich denn da wohl? Keine Ahnung. Das wird. Von da sind das 5. Also. Und da auch 5. Export. Machen wir mal eben. Räume. Export. Export. So. Dann brauche ich noch Lieferungen. Der wird nochmal 9. Und der Abfall wird auch nochmal 9x9. So. Habe ich jetzt alles. Ja, schön. So. Ich glaube, ich brauche aber auch auf der anderen Seite Lieferungen. Damit ich brav genug Platz habe am Anfang. Wobei, brauche ich glaube ich gar nicht. Ja, aber außerdem werde ich jetzt Mauern bauen. Sind durchaus hilfreich. Wobei, ich werde erstmal die Leute demontieren lassen, die ganzen Bäume. Und ich könnte das währenddessen schon mal anlaufen lassen. Weil die können ja abladen und die können dann direkt losgehen, Bäume demontieren, weil die stehen alle. Ach du Scheiße, hier wird das ja nackt im Weg. Denn wie ihr wisst, wird wieder Zaunparty aufgebaut. Damit auch brav keine Gefangenen abhauen. Weil ich möchte nicht, dass Gefangene abhauen. Und, joa. Nö, kennt ja das Problem. So, der wird hoffentlich auch schon demontiert, brav. So, ich bastel dann schon mal die Mauern. Tür. Zaun. Ah, warte mal, ich werde den ja wahrscheinlich noch ein bisschen noch da hochziehen. Weil ich kann ja hier noch was irgendwie vorparken oder so, ne? Mal gucken, wie ich das mache. Ich denke mal, dass ich hier noch ein bisschen Platz lassen werde. Wie weit denn wohl? Ich kann das natürlich gerade sehr geil abstimmen. Ne? Weil gerade stehen die LKWs. Wenn ich dann so die Zäune ziehe, geht das halt ziemlich gut. So, und jetzt einmal hier hoch. Ach, verfick dich doch noch eins. Ich will den Zaun bauen. Zaun ist essentiell wichtig.
für meine Gefangenenmacht. Gefangenenkontrollmacht, Entschuldigung. Ich habe jetzt auch eine etwas größere Karte genommen als bei der ersten Staffel. Denn es ist nun mal so, dass die letzte Karte relativ klein war. Und jetzt habe ich halt eine größere Karte genommen, damit die Karte größer ist. Voll klug, oder? Ja, habe ich mir nämlich auch so überlegt. So. Tack. Tack. So. Der Quatsch nämlich schon mal gebaut. Und dann kann ich nämlich hier Mauer ziehen. Einmal. Okay, hier habe ich die Planungsfelder jetzt schon mal hier wegmachen. So. Zäune sind gelegt. Zäune werde ich mal eben auch hier legen. Oh. Zäune. So. Mauern, also ich habe diesmal die dunklen Mauern genommen. Einfach aus Prinzip, damit es mal ein bisschen Abwechslung gibt. Soll ja von außen her sehr, sehr düster und so wirken, damit ja keine Gefangenen auf blöde Ideen kommen. Und dann kommen wir jetzt zum ersten Feature schon mal, denn man kann jetzt schon einstellen. Es gibt nicht einen neuen Reiter-Einlieferung. Was man denn für Gefangene haben möchte. Es geht jetzt also nicht mehr nur, dass man nur von einer Seite boah, es ist viel zu spät am Abend, ey. Dass man nur von einem Typ Verbrechern, beziehungsweise Gefangenen welche bekommt, sondern man bekommt jetzt auf jeden Fall von allen Stufen welche. Und das muss man halt jetzt hier einstellen, welches Verhältnis man hat. Und man kann auch nicht mehr unendlich viele haben, denn es gibt jetzt nur eine bestimmte Anzahl an verfügbaren Gefangenen, die man halt dazu hauen muss. Außerdem ist es jetzt so, dass wie wollte ich das jetzt erzählen? Lasst mich mal eben kurz überlegen. Ich bin heute nicht der Hellste. Boah, scheiße, was wollte ich denn jetzt sagen? Ach genau, dass man jetzt pro Gefangenen eine bestimmte Anzahl, ich glaube 100? $100 pro Stunde kriegt. Also pro Tag kriegt an täglichen Einkommen. Und dass man halt, wenn die geliefert werden, stellt euch jetzt vor, ich stehe vor euch mit so Fingern und so Anführungszeichen machen, geliefert werden, also wenn die hier reinkommen und dann gefangen werden, kriegt man halt eine einmalige Zahlung von, momentan wären das glaube ich 3600 bei mir, wenn die Lieferung ankommen würde, die man direkt erhält. Ja? Und dann halt dieses $100 pro Tag. Voll klug, oder? Genau, fand ich nämlich auch. So, Subventionen gibt es halt die altbewährten, wie immer. Und es gibt, glaube ich, jetzt auch ein paar mehr. Und die sind auch ein bisschen anders gewertet. Weil grundlegende Haftanstalt war, glaube ich, am Anfang 40.000. Jetzt sind es noch 30.000. Aber die nehme ich trotzdem. Und Verwaltung halt. Und ja, die kennt ihr alle. Wenn ihr die erste Staffel gesehen habt, habt ihr die zu kennen. Wenn ihr die erste Staffel nicht gesehen habt und ihr die nicht kennt, dann guckt euch die erste Staffel an. Bam, Werbung gemacht. Bam. Nee, aber ich werde jetzt mal grundlegende Haftanstalt wieder aufsetzen. Und hoffen, dass ich diesmal ein wenig ästhetisch komfortabler bastele. So. Einmal hier Bäume. Ach ja, ich brauche noch Zeit. Und mal eben. So, top. Haut mal rein. Ihr müsst nämlich Zäunchen bauen und ganz viel anderen Quatsch bauen. Wie ihr vielleicht wisst. Ihr kleinen, verdammten Gnome. Los, arbeitet! Arbeitet! Wieso habe ich das eigentlich? Ich will mal eher mehr erwähnen. Ich baue das extra so mittig, damit ich das schön gleichmäßig aufbaue, damit es alles gleich groß ist und passt. Und baue dann hier oben so einen Haken dran. Wieso? Tell me, why? Wie komme ich auf so einen Shit? Erklärt es mir, bitte. Oh, das sind nochmal 9 Stück da dran. Also ist das 18. Ach. Ach, das war der richtige.
Okay, warte mal, du hier hin. Also muss ich hier acht. Muss ich hier ein ganzes Stück wieder abreißen? Das sind vier, fünf, sechs, sechs, sieben, acht, neun. So, das muss wieder abgerissen werden. Wo sind die denn alle? Da ist noch ein Freak. Guck mal hier. Und du, komm mal hier. Hackengas. Und du, komm auch mal hier. Reißt mal ab. Und zwar ganz schnell. Hopp, 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 hopp. Ich bin auch so Sonnenintelligenzbestie. Das ist unglaublich. So. Eben gucken, ob es passt. Es sollte passen. Glaube ich. Hoffe ich. ja. So. Wird wohl schief gehen. Mauer ziehen. Wieder Leute arbeiten lassen, weil was anderes kann ich ja nicht. Zäune ziehen. Und mal eben wieder schön machen hier. So. Dann jetzt aber. Ich brauche. Boah, scheiße, ne, habe ich lange kein Prison Architect mehr gespielt. Einmal. Eine wunderschöne Übergangszelle oder auch Holding Cell. Ja. Wo setzen wir die denn mal hin? Ich brauche schon mal Wege. Wege. Ach, warte mal, ich wollte ja. Damit es ein wenig gefängnistechnisch bei mir aus. Warte mal, ich brauche noch was ganz anderes. Ich brauche die Einlieferung, den Einlieferungsbereich. So, aber ich wollte das ja alles ein wenig gefängnislastiger aussehen lassen. Hab ich mir jetzt für mich überlegt, nicht für mit euch überlegt zusammen. Tut mir leid, habt da Pech gehabt. Wird jetzt so gemacht, wie ich das sage. Bitch. Denn ich werde hier so kleine Posten hinsetzen, so, wo die Wachen drin stehen und so ein bisschen guckst, so guckst du. Ich bin hier, du kommst nichts raus, kapische? Ne? Dann kommen die direkt in den Einlieferungsbereich. Würde ich jetzt so behaupten. Von, keine Ahnung, wie groß muss denn der? 10 mal 10? Ist groß genug? Kleiner? Keine Ahnung, passt wohl. So, Einlieferungsbereich. Der Einlieferungsbereich ist ein neuer Raum. Da müssen die Leute erstmal rein und werden eingekleidet und eingewiesen und alles so ein Quatsch. Ne? Ist ja klar. Einlieferungsraum halt. Wie bei der beim Krankenhaus die Notaufnahme, sozusagen. So. Tür, 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 Tür. Ach ja. Tür. Kommst du da raus? Kommst du da raus? Kommst du am besten direkt in der Holding Cell. Oder wie tue ich das? 3, 4. Damit die Straßen schöner aussehen. Mache ich Straßen schön? Mache ich schöne Straßen? Mache ich mit Grünstreifen oder ohne Grünstreifen? Boah, dann wären die Straßen 6 breit mit Grünstreifen. Boah, ich mach mit Grünstreifen 4, 5, 6. Boah. Könnte ich den ganzen Raum hinklatschen bei meinem alten Gefängnis. Überlegt euch das mal. Und jetzt mache ich mit mache ich Straßen mit Grünstreifen. So. Das wird dann nämlich ungefähr. Boah, wo ist denn das jetzt? Warte, ich wollte nicht so nah ranzoomen. Mit. Ich mache das jetzt nur mal als Beispiel, auch wenn das komplett als Geld rausgeworfen ist, damit ich mich auch später dran erinnere und dran halte. Das wird dann nämlich ungefähr so aussehen. Mal gucken, wann fertig ist. Dann, nach dem Einlieferungsraum brauche ich. Hier steht noch irgendein Raum bei, der da nicht beisteht, den ich brauche. Apropos, sorry für die Framedrops momentan, aber meine Billo-Grafikkarte ist wieder drin. Ich bekomme eine neue, die kommt irgendwann Ende der nächsten Woche an. Aber ich flame jetzt schon seit Tagen rum, dass ich aufnehmen will. Und da meinte irgendwer, ich weiß jetzt nicht mehr wer, du nimm einfach auf, fertig. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Lass mich mal eben gucken, was brauche ich denn noch? Nee, also an sich brauche ich sonst nichts. Also kommt jetzt ein Duschraum. So,
Wo finde ich den denn mal hin? Ach ja, ich werde hier meinen. Werde ich Betriebswege diesmal bauen oder werde ich einfach ein riesiges Büro, werde ich einfach zwei riesige Bürogebäude bauen? Wobei, sind die Zäune fertig? Ne, sind auch noch nicht fertig. Verfickt noch eins. Ich mache mir in fünffache Geschwindigkeit. Und werde dann jetzt schon mal duschen. Wie mache ich das denn? Duschen, 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 duschen. 3, 4, 5, 6. Alter, das sind so unglaublich breite Straßen. Dann überlegt euch mal, wie viel Platz die wegnehmen. Ich mach mal auch. Ich mach beides. Ich mach einfach eine Hauptstraßen und so Bluchstraßen. Fertig. Aber 6er Straßen sind ja unglaublich breit. Es gibt Tank-Nachzyklisten. So lange habe ich schon kein Prison Architect mehr gespielt, dass ich nicht mal mehr weiß, dass es nach Tag-Nacht-Zyklus gibt. Ach ja, so werden dann übrigens die Straßen aussehen. Würden. Wenn ich das überall durchziehe. Alter, das ist riesig. Sind die mit den Zäunen durch? Nie und nimmer, Freunde der Sonne. Duschen. 2, 3, 4. 4 reichen eigentlich auch, aber ich möchte die Grünstreifen drin haben. Duschen. 7, dann ist 5 breit. 8, 9. Muss auch nur 10. 9 mal 10, 2 Duschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Duschen. 9 mal 10. So. Dann kommen hier 2 Türen rein. So. Und, hier kommt dann die kommen dann Personaltüren rein. So, da kommen dann Personaltüren rein, damit die Leute, also meine Angestellten, da durchlaufen können. Mache ich auch schon mal, einfach aus Prinzip. So, dann brauche ich noch einen Hof. Ja, ich kann ja quasi die kompletten Wege als Hof auskleiden, wenn ich es richtig weiß. Ja, der muss nämlich nur 5x5. Hier, zack. Hof. Grunde. Das könnte man aber wirklich machen, dass ich hier quasi so immer mal wieder sowas hinstelle. Mal gucken, ob ich das durchziehe. Nee, aber ich möchte einen vernünftigen Hof. Am besten von Möchtegernwegen umrundet oder und von den beiden Hauptwegen, also dass der hier hinkommt. Das bedeutet, dass hier möchte gern Weg hinkommt. Und hier Zäune. Mal gucken, wie ich das mache. So. Das wäre dann ja mein altbewährtes Viereck. Wenn ich davon mehrere hinsetze, dann könnte ich auch mehrere Höfe machen einfach. Ja, mal gucken, wie ich das mache. Dann wird das hier jetzt erstmal so ein Präventivhof, wo die halt reingehen können. Wo möchte gern Wege drumherum laufen und hier halt die beiden Hauptwege kennen wir ja. Also kennen wir ja jetzt auch mein Beispiel hier. Und dann kommt hier halt Hof. Truck. Truck. Eben schön machen. Truck. Und jetzt sehe ich es natürlich nicht mehr. Ja, aber da kommt auf jeden Fall Hof. Fertig. Dann brauche ich Küche, Kantine, richtig? Richtig. Und das ist ja jetzt schön, denn ich kann ja jetzt mehrere Küchen und Kantinen machen, einfach weil es das Deployment gibt. Und das werde ich auch vollkommen durchziehen. Oder hoffe ich zumindest, dass ich das durchziehen werde. Wobei ich das wieder erst auf einer Seite bauen werde. Und auch die, ne, weil ich kann halt am Anfang nur einen von den Versorgungsdingern bauen, weil es einfach sonst zu teuer wird. Ich weiß, da komme ich früh drauf. Nämlich genau jetzt. Aber besser zu spät als früh. Und ich würde sagen, dass ich hier die erste kleine irgendwas hinsetze. Ich habe noch nicht so ganz die Ahnung, wie ich das machen soll. Ich mache die Dinge einfach mal 24 und wenn ich dann ein Drittel Küche und dann der restliche Drittel ist dann Kantine mache. 24, ich habe 23 innen zur Verfügung. Lasst mich mal eben rechnen. Ein Drittel ist ungefähr 8.
Und dann kommt. Dann habe ich 22 zur Verfügung. 8 und 14 sollte gehen. Ich kann auch 7 machen, weil das Ding relativ breit ist. 7. Dann kommt hier die Tür rein. 3. Kommt hier die Mauer. Ja, ich guck mal, wie ich das mache. So ungefähr, aber hätte ich Küche und Kantine. Ja, dann werde ich jetzt mal eben noch hier die Mauer zuziehen. Und, also zumindest tu mal andeuten, dass da eine Mauer hinkommt. Und, ja, schon mal die Übergangszelle deklarieren. Und die Dusche deklarieren. Und, auf dieser Seite. Wieso geht das nicht? Hä? Achso, Baumstumpf. Oh, verdammt. Warum muss der denn noch da sein? Nee, aber im Grunde sollte das dann so gehen, dass ich dann hier jetzt. Ja, hier kommt halt die Wache hin, eine der Wachen. Da muss ich jetzt mal eben noch ein Fenster reinhauen. Großes Fenster, guckst du, großes Fenster, guckst du da. Personal, warte mal, lassen wir. Dann kann ich da nämlich später schwere Türen reinhauen und dann geht das. Das sind 6, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ergo wird einfach hier andere Seite, weil andere Seite wird ja erstmal gebaut. Hier das Strom und das Wasserding hingesetzt. Hier die Mauer weitergezogen. Bis hier. Hier der Eingang zu dem Quatsch. Oh. Weg. Bullshit. So, habe ich richtig soweit? Müsste, ne? Gut, hier seht ihr da. Den kann ich auch schon mal deklarieren. Als Hof. Wo ist denn der Hof? Hof? Ist zwar momentan etwas klein, aber. Klein, aber fein. Oder so. Hier die Dusche ist fertig. Das ist. Kantine wird gerade gemacht. Was muss denn da rein? Immer noch nur Bank und Toilette. Also sollen das weiterhin nur so. Möchte gerne Übergangszellen sein. Okay, kann ich mitarbeiten? Ja, machen wir wieder so. Dann setzen wir hier einfach in die Mitte. In die Toiletten rein. So ungefähr. Da. Können wir auch 2 wunderschöne Türen reinsetzen. Damit man ja nicht reingucken kann. Aber so grundlegend. Und halt wie immer sonst auch Betten. Ganzen Haufen. Sind zwar nur 8, aber sollte fürs Erste reichen. So, können sie sich da schon dritten Mal vergnügen. So, Mauer. 1, 2, 3. 1, 2, 3 hier. So, die Mauer muss weg. Denn da können die dann so durch. Von wegen. In die Kantine rein. Und die Kantine bekommt man eben 2 Türen. Nämlich einmal hier. Einmal. Nee, dich nicht. Du wirst aber bitte einmal abgerissen. So. Dann werde ich schon mal Weg ziehen. Zumindest den Hauptweg schon mal. Bis hier. Damit das alles gut wird. Schön wird und. Boah, das. Alter, das schön bauen kostet einfach viel zu viel Geld. Ich glaube, ich höre wieder auf mit damit. Das hat keinen Sinn. Nee, ich werde hier schon mal Kapazitäter dran bauen. Und, auch schon mal direkt Strom und Wasser verlegen. So.
Und Wasser brauche ich in der Küche. Im Bad. Ich denke, ich lege das hier. Hier. Nach da. Und hier. Nach da. Tang, tang. Tang, tang. Apropos, da kommen die Sinks hin. Ja, einmal hier rum. Weil ist halt Dusche. Und dann werde ich mal eben die Mittelmauer ziehen. Wie man es halt kennt. Dass ich da auch noch Duschen dran klatschen kann. So. Komm nicht in die Ecken. Sinks. So wie da und da. Und hier duschen. Da duschen. Da duschen. So wie hier duschen. So. Ne? Top. Dann hätte ich das schon mal alles fertig. Das muss halt noch angeschlossen werden. Das wird noch angeschlossen. Hof. Ach, gesichert minimal eine Tür. Was heißt das denn? Muss ich das also doch wirklich Türen drüber setzen? Das finde ich aber unnötig. Egal. Küche ist soweit klar. Müsste zumindest. Muss alles noch eingerichtet werden. Die Knilche kommen in 2 Stunden. Okay, das ist ein wenig zu schnell, aber ich setze schon mal ein. Einmal Finger knacksen und weiter geht's. Ich lasse jetzt mal einen Tick schneller laufen. Ich mache schon mal Küche. Müsste 7 sein, glaube ich. Und dann der Kantine müsste bis auf die eine Mauer da sein. Ist richtig? Oh, fuck, sind die Zäune fertig? Boah. Da hatte ich ja noch Respekt vor. Ich werde auch direkt schon mal die Außenzäune ziehen. Und mir fehlen noch die großen Garagentore. Die Türen für die LKWs. Die muss ich eigentlich auch schon. Hätte ich eigentlich auch schon haben müssen. Großes Fenster. Ich suche Türen. Oder Straßentor. Kommen auch schon alle rein. Einfaches Prinzip. So. Ach ja, hier. Einlieferungsraum. Was brauche ich da? Schreibtisch, Tische. So eine Art Rezeption sozusagen. Wie groß habe ich den gemacht? Habe ich den 10x10? Sag mir, dass ich den so klug war und 10x10 gemacht habe. 8x8. Okay, hier im Bereich von 3x3 in der Ecke. Reicht das? 3x4. 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 Dann machen wir das. Wie mache ich das denn? Also, Tisch, Tisch, Tisch. Tisch. Grunde. Dass das so quasi 4 Bereiche sind, wo jeweils 4 Leute gleichzeitig abgefertigt sein werden können. Das ist jetzt aber auch nur ästhetisch so gemacht, quasi. So, ein Lieferungsbereich. Holding Cell ist klar, Dusche ist fertig, Küche wird auch eingerichtet, wenn ich soweit bin. Küche. 7 habe ich die gemacht, ne? Ist das richtig? 7? Da müssen wir schon wieder durch. So. Wie da. Da kann ich die nicht machen, ne? Ah, ich hab das sau blöd gemacht. Egal. Egal. Ist mir egal. Egal. Wird das halt nur eine relativ kleine Küche. So müssen die, glaube ich. Glaube ich. Warte mal. Die beiden kann ich ja auch so hinstellen. Und dann kann ich nämlich.
Habe ich jetzt zumindest gedacht. Meine Aufteilung ist scheiße. Punkt. Habe ich schlecht gemacht. So. 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 Top. Bin doch besser als erwartet. So. Kantine ist noch nicht mal ansatzweise fertig. Das sind Serviertische, Tische und Stühle rein. Tack. Tack. Sieht so komisch weit nach da aus, egal. So, dann ist die Kantine nämlich auch fertig. Und dann müsste ich das grundlegende Haftanstaltgedöns auch fertig haben eigentlich. Oder sehe ich das falsch? Apropos, wo kommen meine Gefangenen? Sind die schon da? Ich müsste eben Gefangene bekommen haben. Wo sind die? Vor einer Viertelstunde müssten die angekommen sein, Leute. Was habt ihr mit meinen Gefangenen gemacht? Hallo? Ah, da kommt der Gefangenenbus. Schöne Schichte. So. Und es ist noch nichts fertig im Grunde. Aber ja, ich sag mal, danke fürs Zugucken hierbei, denn die grundlegende Haftanstalt ist soweit aufgebaut. Mein Schema ist erkennbar und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Prison Architect. Apropos, was noch zu sagen ist. Ganz wichtig. Nämlich, den alten Spielstand, den habe ich noch. So ist das nicht, dass es den gar nicht mehr gibt. Damit habe ich damit habe ich was geplant, kann ich nicht sagen. Aber ich guck mal, was ich damit noch machen kann. Weil ich hatte da eine Idee, aber ich weiß nur nicht, ob ich die ganz durchführen kann. Deswegen sag ich jetzt aber trotzdem, danke fürs Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Prison Architect und tschüss!